auch gar nicht mal so schlecht. Und wenn ich den ganzen Baum voll mache, kriege ich eine große Persönlichkeit. Also muss ich diesen Baum nicht voll machen, wenn ich das nicht möchte. Ja, das ist auch eine recht wichtige Sache, denke ich. Also ich kann diesen Punkt hier offen lassen und der Tree-Bonus sozusagen, der ist sowieso nicht so besonders stark. Und wenn ich den Tree jetzt einführe, kriege ich plus 1 Kultur. Gut. Ehre. Die Ehre erhöht meine Kampffertigkeiten. Und da es vielleicht gegen Genghis Khan bald losgeht, sollte ich wohl dann doch ein paar Punkte in Ehre reinstecken. Jetzt ist Ehre aber noch relativ überflüssig. Also werde ich das erstmal ignorieren. Ich gehe in Unabhängigkeit und werde mir gleich einen Siedler holen. So, ich habe alles ganz ausführlich erklärt. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Und für die Leute, die Civilization 5 selber spielen, war das jetzt nicht... Ne? Hatte ich alles schon. Also... Eine Einheit benötigt Befehle. Ach so. So, jetzt kann ich echt nichts mehr machen. Der Baubtrupp war ziemlich früh, aber... Kann jetzt nichts machen. Also stationiere ich ihn einfach in der Bude hier. So. Und da von hier Barbaren kamen, werde ich mal gucken, ob da ein neues Barbaren vor ist. Barbaren. Der Bautrupp soll erstmal schlafen. Bringt alles nichts. Das war gerade Trupp Speerträger von Genghis Khan, okay. Stimmt. Genau, ich habe hier ein Barbarenlager entdeckt. Und ich werde mich mal erstmal regenerieren gleich. So. Mein Kornspeicher ist fertig. In Tüdelülüt 26-13 Runden kriege ich meine nächste Kultur, dann kann ich einen Siedler umsonst mir nehmen und dann kann ich den nächsten Siedler bauen, der dann nämlich nur noch die Hälfte kostet. Das heißt, ich werde mir jetzt den großen Leuchtturm genehmigen. Ich brauche nur 19 Runden für den großen Leuchtturm, er bringt ein Kultur, was nicht viel ist, aber plus ein Sicht, kostenlosen Leuchtturm in meiner Stadt, was die Nahrung erhöht. Oder, ich könnte auch erst das Monument bauen. Also was ganz Schlimmes ist, wenn ich das Wunder baue und jemand anders baut es vor mir, denn ein Wunder kann es auf der Welt nur einmal geben. Ja, und wenn ich dann irgendwie nur noch eine Runde zu tun habe, dann kriege ich dafür zwar Gold als Entschädigung, aber das war es leider auch. So, Stille. Ich habe gesagt, ich brauche 13 Runden. 19 Runden muss der große Leuchtturm gebaut werden. Ich mach's nicht. Ich mache es nicht. Ich brauche es nicht. Ich muss mich um andere Sachen kümmern. Ich mache es nicht. Ich finde es ein bisschen schade, aber... Was soll's? So, ich habe zwar nur eine Ruine gefunden, aber die hat sich gelohnt. Oder waren es zwei? Ich weiß es nicht. Bald bin ich soweit. Und... Uiuiuiui. Mal gucken, ob sie das ändert. Weil ich mich jetzt schon bewegt habe. Mal gucken. Ich sag mal jetzt Runde warten. Oh. Das ist ja Trick 17 hier. Oder auch nicht. Ha! Verarscht. Das wusste ich auch noch nicht. Hm? Nö. Sieht alles genauso aus wie vorher. Ja, aber ich nehme den Kampf einfach mal. Genau. Denn die Barbaren erholen sich nicht so schnell, wie ich es tue.
Gut, was mache ich jetzt? Ich gehe mit denen nach links, weil da ist es nicht so wichtig, was ich entdecke. Ich stehe jetzt hier auf offenem Feld. Mal gucken, was passiert. Mit meinen Speeren gehe ich nach rechts, nach Osten. Denn dort ist es mir wichtiger, was ich sehe, und die Speer sind schneller. Ja, da habe ich jetzt ordentlich auf die Nase bekommen. Und die haben eine Beförderung bekommen. Und wenn es jetzt hier gegen Genghis Khan gehen sollte, dann ist hier alles Ebene. Zumindest viel Ebene. Und deswegen nehme ich die Verbesserung in der Ebene und grab mich jetzt hier ein. Mit denen ziehe ich mich auf den Hügel zurück. Nee, doch. Und nehme die Beförderung, dass sie sofort Heilung bekommen. Ich habe nämlich echt keine Lust, dass ich hier gleich Probleme bekomme. Und mit denen möchte ich mal gucken. Ich möchte nicht, dass die Krieger die jetzt überfallen. So, mein Monument ist fertig. Und ich habe noch 4 Runden. Das heißt, ich kann jetzt hier noch eine Triere bauen. Und eine Forschung wählen. Mein Fallenstellen ist fertig. Das ist ja superb. Bam, 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 bam. Liege ich in einem Fluss? Nö. Ich wollte mich ja auf den oberen Teil konzentrieren, habe ich mir vorher vorgenommen. Plantage, 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 Plantage. Kalender, Kalender. Ich benötige Kalender, glaube ich. Also machen wir erstmal den Kalender hier. Zack. Und ihr könnt jetzt schon mal das Wild verbessern. Ich glaube, da kriege ich ein Hämmerchen dazu, aber es ist so oder so gut. Joa. Könnte man machen. Oh, ich dachte gerade, ich habe meine Einheit verloren, aber die haben die ja sogar überrannt. Was nicht zu erwarten war. Jetzt muss ich wieder warten, bis sie wieder heilen, aber macht ja alles nichts. Ich hoffe jetzt hier über den Nordpol auf die nächste Insel gelangen zu können. Nicht, dass ich da jetzt einmal um den Planeten laufe. Und nächste Runde. Uiuiuiui, da oben geht's wirklich ab. Oh no! Deswegen geht man nicht 2 Schritte auf einmal. Sondern immer so. Ah, ein Naturwunder. Und so. Ja, aber hier oben in der Taiga, da möchte man eigentlich nicht, ne? Also werde ich jetzt bald zum Segeln gehen müssen. Oder whatever. Ich kann dann ja hier gleich mit der Triere ein bisschen erforschen. Oh! Oh, 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 nein! Ja. Ruckel, ruckelt so viel zu meinen grandiosen Plänen. Okay, ja, der Kontinent ist hier auch vorbei, also. Oh.
Ja, nee, das geht so nicht. Ich muss so tun und so tun, die Politik einführen. Und ich nehme jetzt natürlich den Siedler. Moment, war das der Siedler? Ja. Den bewege ich mal lieber auf die Krieger drauf. Wenn der Siedler weg ist, dann, also wenn die Barbaren auf den Siedler drauflaufen, dann übernehmen die den. Wenn ich den wieder zurückhole, habe ich zumindest festgestellt, dann ist es nur noch ein Arbeiter. Und dann bin ich aber ganz mächtig angeschissen. Einheit benötigt Befehle. Warten. Ausruhen. Nächste Runde. Jo, ich habe noch einen Einwohner dazu bekommen. Das ist doch alles fantastisch. Dann kann ich jetzt hier in dieser letzten Runde auch wieder den Nahrungsfokus anschmeißen. Und meine Zufriedenheit ist natürlich okay. Das mit der Zufriedenheit will ich jetzt nochmal ganz kurz klären. Währenddessen wir... die nächste Runde beobachten. Also, man kriegt 9 Zufriedenheit Standard, wenn man nicht gerade auf Ultraschwer spielt. Man bekommt 3 Abzug für jede Stadt, die man hat, einen für jeden Bewohner. Das heißt, man startet mit 5 Zufriedenheit. Eine Stadt mit einem Bewohner. Und man kriegt welche dazu durch Gebäude, durch bestimmte Sozialpolitiken und man kriegt für übernommene Städte noch mehr Unzufriedenheit. Also wenn ich jetzt Genghis Khan eine Stadt wegnehme, bis die ein Gerichtsgebäude bekommen hat, zählt dort eine Stadt, glaube ich, -5 und nicht -3 und ein Bürger zählt -1,25 anstatt -1. Genau, und wenn die Zufriedenheit unter 10 fällt, dann ist die Nahrungsproduktion gen 0. Wenn sie bei -1 ist, dann ist die Nahrungsproduktion, glaube ich, bei 50%. Auch die Hämmerchenproduktion geht dann langsam runter. Und ab -20, also 20 böse Gesichter, dann fangen die an, meine Städte anzuzünden. Das heißt, man möchte unbedingt die Zufriedenheit im Positiven halten. Für jeden Punkt, den ich am Ende der Runde zufrieden bin, kommt hier ein Punkt zu diesem Counter dazu. Und wenn er voll ist, bei 500 in diesem Fall, kriege ich ein goldenes Zeitalter. Das hält 12 Runden lang. Und während des goldenen Zeitalters kriegt jedes Gold und jedes Hämmerchenfeld eine zusätzliche Goldmünze und einen zusätzlichen Hammer.